Ich möchte nur noch auf einen praktischen Aspekt beim Einsatz von leistungselektronischen Halbleiterschaltern eingehen. Und das ist Verluste und Kühlung. Das heißt, wir haben tatsächlich folgendes Problem. Wenn wir Leistungshalbleiter betreiben, im Betrieb entstehen Verluste. Das heißt, beim Betrieb von Leistungsschaltern, allgemein also Leistungshalbleiter, Bauelementen im Schaltbetrieb, werden Verluste entstehen. Es wird eine Wärme entstehen im Bauelement und dies wird natürlich an der Stelle zur Erwärmung des Bauelements führen. Jetzt könnte man fragen, warum ist das schlimm? Tatsächlich bei den Halbleiter-Bauelementen, die wir betrachten, ist es so, dass bei der Überschreitung einer zulässigen Sperrschichttemperatur das Bauelement gegebenenfalls zerstört wird. Das heißt, tatsächlich können wir sagen, ganz grob, falls die Sperrschichttemperatur, wir werden im Folgenden die Bezeichnung Theta Junction hier benutzen, das heißt hier das J für Junction, Sperrschicht an dieser Stelle. Falls diese Temperatur bei den Leistungshalbleitern überschritten wird, dann kriegen wir an der Stelle Probleme. Das heißt, falls eine Maximaltemperatur überschritten wird, welche Temperatur ist das? Typisch ist diese Temperatur, die maximal zulässige Sperrschichttemperatur, in einem Bereich zwischen 150 bis 200 Grad Celsius. Warum geht dann das Bauelement kaputt? Der Grund dafür ist, dass die intrinsische Leitfähigkeit bei Halbleiterbauelementen immer weiter zunimmt, je höher die Temperatur wird, und irgendwann überwiegt diese Leitfähigkeit gegenüber der, die durch die Dotierung eingestellt wird, und dann wird das Bauelement mehr oder weniger zu einem leitfähigen Klotz. Das heißt, wir verlieren die Steuerungseigenschaften, die wir eigentlich über die unterschiedlich dotierten Halbleiterschichten eingestellt haben. Das heißt, wenn wir das verhindern wollen, weil diese Verluste auftreten, müssen wir die Verluste berechnen bzw. im Sinne von abschätzen können, um die Bauelemente richtig zu dimensionieren. Zum einen jetzt natürlich, um die Verluste zu kennen, um mal die Temperatur zu bestimmen. Zum anderen natürlich auch, wir müssen geeignete Kühlkörper und gegebenenfalls an dieser Stelle andere Maßnahmen zur Wärmeabfuhr dimensionieren können, um die entstehende Verlustwärme nach außen wegzubringen. Deswegen, wenn wir uns unterhalten, zunächst mal über die Mechanismen der Verlustleistung, das heißt, welche Arten der Verlustleistung gibt es, und dann im Anschluss auch nochmal über eine einfache Möglichkeit zur Beschreibung des Entwärmungsvorgangs über thermische Ersatzschaltbilder, wie wir einfache Modelle machen können, um dann, falls wir die Verlustleistung kennen, abschätzen können, welche Bauelementtemperaturen sich einstellen. Das heißt, zunächst mal wollen wir jetzt betrachten die Arten der Verlustleistung bei leistungselektronischen Bauelementen bzw. bei leistungselektronischen Halbleiter-Bauelementen. Da unterscheiden wir im Wesentlichen vier Stück. Das heißt, zunächst als erstes die sogenannten Durchlass- bzw. Leitverluste. Was ist das? Durchlass-Leitverluste entstehen, wenn wir so einen Schalter betrachten. Wir haben ja gesagt, Halbleiter-Bauelemente werden im Schaltbetrieb betrieben. Und wir gucken uns den Einzustand an. Dann entsteht hier ein Restspannungsabfall, eigentlich bei allen Bauelementen. Das heißt, die Spannung ist nicht wie beim idealen Schalter gleich 0, sondern die Schalterspannung im Einzustand ist etwas größer als 0, wenn ein sehr großer Strom hier fließt. Und das verursacht jetzt Verluste. Das heißt hier, das ist sozusagen die Ursache, der Restspannungsabfall im Einzustand. Die können wir relativ einfach berechnen. Dafür brauchen wir nur die Kenngrößen des Stromes und ein Modell für das Halbleiterbauelement, um die zu berechnen. Werden wir dann gleich sehen. Das zweite sind die sogenannten Schaltverluste. Schaltverluste sind sogenannte dynamische Verluste. Was heißt das? Die sind proportional zur Schaltfrequenz, wenn wir uns nachher noch angucken. Im Gegensatz hier zu den Durchlass- bzw. Leitverlusten, das sind statische Verluste. Das heißt, die ändern sich nicht, wenn die Schaltfrequenz sich ändert. Was können hier die Ursachen sein? Einerseits Verlustleistung am Bauelement auf, für den Fall, dass wir den Übergang haben vom Ein- in den Auszustand und vom Aus- in den Einzustand. Wie sieht das aus? Das heißt, tatsächlich können wir uns das so vorstellen, wenn wir so einen Schalter betrachten und betrachten jetzt hier sozusagen die Vorgänge Strom und Spannung am Schalter, werden wir hier an der Stelle eine Spannung haben, den Strom, und tatsächlich wird es jetzt so sein, wenn wir den Schalter betrachten, die Schalter Spannung und der Schalterstrom werden sich nicht beliebig schnell ändern können. Bei einem realen Schalter, wie wir das schon gesehen hatten, das heißt jetzt gestrichelt sei die Schalterspannung.
an dieser Stelle schraffiert durchgezogen sei jetzt der Strom. Und wenn wir das betrachten hier an der Stelle, dann sehen wir, es gibt hier diese Intervalle, wo gleichzeitig während des Einschaltvorgangs, also während des Einschaltens und hier während des Ausschaltens an dieser Stelle Strom und Spannung auftauchen am Bauelement, und während dieser Überlappung haben wir eine von null verschiedene Momentanverlustleistung, und deswegen wird dort Energie in Wärme umgesetzt. Das ist ein Effekt. Ein zweiter Effekt kann aber auch sein, wir haben eine Entladung von Energiespeichern im Schaltaugenblick, das heißt beim Umschalten. Das können zum Beispiel sein die Ausgangskapazitäten der Schalter. Das heißt, es gibt auch Fälle an der Stelle, wo wir Verluste haben, selbst wenn wir zum Beispiel einschalten ein Bauelement, an dem jetzt vorher kein Strom fließt, wo der Stromfluss zu Beginn des Einschaltens null ist oder so, und trotzdem treten dort Verluste auf, weil wir zum Beispiel an der Stelle die Kapazitäten des Bauelements entladen. Was kann dann noch sein? In Brückenschaltung zum Beispiel können wir Querströme kriegen. Das wäre natürlich auch eine Überlappung von Strom und Spannung gleichzeitig. Wir haben Effekte wie die Speicherladung kennengelernt an der Stelle von Dioden, diesen Reverse Recovery-Effekt. Auch der wird dafür sorgen, dass wir sozusagen einen Verlauf kriegen, wo eine Momentanverlustleistung am Bauelement auftritt. Das sind also die Ursachen für diese Schaltverluste. Dann gibt es noch zwei andere Verlustleistungsarten, die häufig vernachlässigbar sind. Das eine sind die sogenannten Sperrverluste. Bei den Sperrverlusten, ich schreibe mal hier häufig vernachlässigbar, haben wir eigentlich hier auch bloß die Eigenschaften des realen Schalters im Auszustand. Das heißt tatsächlich, wenn wir den Schalterzustand ausbetrachten und eine sehr, sehr große Spannung an dem Schalter anlegen, dann wird es natürlich so sein, dass hier noch ein kleiner Strom an der Stelle in Richtung der angelegten Sperrspannung typischerweise fließt in das Bauelement und deswegen hier auch eine momentane Verlustleistung auftritt, die von null verschieden ist. Das heißt, die Ursache hierfür ist sozusagen der Reststrom im Auszustand. Was kann das jetzt tatsächlich verursachen? Das könnte sein beispielsweise der Sperrstrom in einem PN-Übergang. Und bei den meisten Bauelementen ist nun mal der Ausschaltzustand durch einen gesperrten PN-Übergang realisiert, und deswegen treten dort Sperrverluste aus. Aber wie gesagt, typischerweise werden die vernachlässigbar sein, weil die Ströme so klein sind und selbst bei hohen Spannungen das nicht weiter ins Gewicht fällt. Und dann als letztes gibt es noch die Möglichkeit, dass sogenannte Ansteuerverluste auftreten. Was bedeutet das? Müssen Energie aufwenden zum Ein- und Ausschalten des Bauelements. Das heißt, wenn wir diesen IGBT oder MOSFET betrachten, dann wird es so sein, dass wir dort Kapazitäten laden müssen, und bei diesem Ladevorgang wird Energie aufgewandt werden, die dann an dieser Stelle in Wärme umgewandelt wird während des Ladevorgangs. Und ein Teil davon kann auch im Bauelement, also im Schalter, auftreten und wird dann zu einer Erwärmung des Bauelements führen, aber nur bei kritischen Betriebsbedingungen. Das heißt, häufig wird auch diese Art der Verlustleistung vernachlässigbar sein. Anders kann das aussehen bei zum Beispiel Leistungsbipolartransistoren, wo ein dauerhafter Basisstrom beispielsweise nötig ist. Nachdem wir uns jetzt also die allgemeinen Verlustmechanismen angeguckt haben, wollen wir uns darüber unterhalten, wie man jetzt diese Verluste bestimmen kann. Fangen wir zunächst an mit den Leitverlusten. Wie gehen wir dort vor? Die Berechnung von den Leitverlusten basiert auf den statischen Modellen der Bauelemente, die wir kennengelernt haben. Das heißt, tatsächlich werden wir unsere Schalter jetzt ersetzen durch diese Modelle im eingeschalteten Zustand und dann an der Stelle die Verlustleistung bestimmen. Was wir eigentlich machen, ist, dass wir die Leitverluste bestimmen, dann hier anhand des statischen Modells, indem wir sagen, okay, wir integrieren hier über eine Periode, betrachten aber nur die Einschaltdauer, während der Transistor oder der Schalter eingeschaltet ist, schon nennen wir es mal Leitdauer während T-Leit, und integrieren da die Schalterspannung und den Schalterstrom dt. Und das werden die Leitverluste sein. Haben wir ja schon gesehen am Beispiel der Diode, wie wir dann sozusagen die Verlustleistungsgleichung für die Diode abgeleitet haben. Das heißt hier kurz T-Leit, die Einschaltdauer. Und das kann man genauso bei den anderen Bauelementen machen. Das heißt, da wir die statischen Modelle schon betrachtet haben, reicht das aus, das hier einfach bloß sozusagen aufzulisten. Beim MOSFET, beim Leistungs-MOSFET, hatten wir gesagt, okay, das statische Modell im eingeschalteten Zustand ist an dieser Stelle ein Widerstand, dieser RDS-ON.
den wir dort haben, den wir zwischen Drain und Source haben. Und wenn wir dann hier den Strom in dem MOSFET haben, dann sind hier die Leitverluste an dieser Stelle einfach der Effektivwert hier des Drainstroms im Quadrat multipliziert mit dem Widerstandswert RDS-ON. Wenn man das so hier integriert, das heißt, wir müssen hier als Kenngröße den Effektivwert des Stromes kennen für IGBTs, Dioden und Thyristoren. Nehmen wir das gleiche Modell, das heißt tatsächlich das gleiche Modell, was wir bei der Diode abgeleitet haben. Das heißt, wenn wir das hier mal kurz aufmalen, einerseits hier IGBT, Diode und auch Thyristor, die ersetzen wir durch ein Modell an dieser Stelle, dass wir sagen, okay, tatsächlich, nehmen wir jetzt hier als Beispiel den IGBT zwischen Kollektor und Emitter, ersetzen wir das durch die Serienschaltung, einmal diese ideale Diode, dann eine konstante Schwellspannung UT0 und ein differenzieller Widerstand RD, die natürlich alle unterschiedlich dann hier bestimmt werden müssen, je nachdem, was für ein Bauelement wir haben. Schauen, also halt aus unterschiedlichen Kennlinien. Schauen wir dann an, wenn wir dort den Strom haben, dann folgt hieraus, dass hier dann die Leitverluste in diesem Fall genauso berechnet werden wie bei der Diode. Das heißt, ich brauche Mittel- und Effektivwert. Das heißt, ich brauche einmal den Mittelwert IF Average multipliziert mit dieser konstanten Schwellspannung UT0 plus an dieser Stelle den Effektivwert im Quadrat multipliziert mit dem differenziellen Widerstand. Und auf diese Arten und Weisen können wir dann hier die Leitverluste berechnen. Kurze Anmerkung: Die Leitverluste sind statisch. Was bedeutet das? Das heißt, dass diese Verluste nur von dem Stromverlauf und der Stromhöhe abhängen. Das heißt, des Stromes, der hier durch das Bauelement fließt, hier in all diesen Fällen dieser Strom I an der Stelle. Sie hängen aber nicht ab von der Schaltfrequenz. Das ist ganz wichtig. Das heißt, im Prinzip, wir können die Leitverluste im Prinzip bloß dadurch optimieren, dass wir an der Stelle ein anderes Bauelement einsetzen, wenn wir sonst nichts fundamental in unserer Topologie ändern. Wir können nicht zum Beispiel sagen, okay, wir schalten jetzt mit einer anderen Frequenz und dann ändern sich die Leitverluste. Das wird nicht der Fall sein. Das heißt, die hängen nicht von der Schaltfrequenz.